Moin Leute, ein herzliches Willkommen wieder zurück zu The Legend of Zelda. The Wind Waker. Wir haben im letzten Part das Lied des Terragottes erlernt. Und nun geht's Richtung Draconia. Denn wir wollen schließlich ja den nächsten Dungeon mal erkunden. Und ich denke, wir haben genügend Zeit, diesen Part, diesen Dungeon mal einzutreten, eben mal, oder besser gesagt, einen kurzen kleinen Blick da reinwerfen. Ich glaube, mit 60 Pfeile werde ich hier ganz gut auskommen. Hört ihr das? Wir brauchen definitiv hier das Lied des Terragottes. Wir müssen erstmal hochgehen. Spielt jemand? Das ist der Tipp. Jetzt muss ich wieder das Lied hier merken. Runter, runter, Mitte, rechts, links, Mitte. Runter, runter, Mitte, rechts, links, Mitte. Okay, das geht. Okay, hier oben. Und sie ja spielen. Haben wir nicht noch eine Schatzkarte hier? Das ist Präludien, ne? Egal. Da hinten steht sie. Midoli. Ich glaube, da oben gab es ja noch was. Ist das hier da oben mit Deko? Hä? Ich bin mir relativ sicher, dass da oben noch irgendetwas anderes gab. So, das ist die Ignispitze, ne? Nee, Moment, das hier ist die Spitze. Das da hinten ist Portemonnaie. Oder? Hä, das da. Keine Ahnung. Wir müssen jetzt zur Meduli. Damit, du bist also wohl auf. Gomori ist zwar nicht müde geworden, mir von deinem Abenteuer zu erzählen, aber jetzt, wo ich dich von Angesicht zu Angesicht sehe, bin ich wirklich beruhigt. Findest du nicht auch, dass sich Gomori prächtig entwickelt hat? Er kommt jetzt auch ohne meine Anwesenheit wunderbar alleine zurecht. Wenn er etwas erzählt, dann geht es dabei immer um dich, Dami. Natürlich bin ich überglücklich zu sehen, wie Komori zu einem selbstständigen jungen Mann heranwächst, aber ein wenig stimmt es mich auch traurig und einsam. So muss ich wohl auch eine Mutter fühlen, die ihr Kind langsam aufwachsen sieht. Ah, entschuldige, ich rede Unsinn.
Gut, ich sollte fleißig weiter üben, damit ich bald allen dienlich sein kann. Musizieren ist nämlich einer der wichtigen Aufgaben, meiner Meinung nach, musst du wissen. Du hast noch eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Aber das ist ja ein Taktstock. Willst du mich etwa dirigieren, Tommy? Ich hoffe, ich werde dich nicht enttäuschen. So. Die Hymne des Terrorgottes bewirkt, dass jetzt wirklich ein eigenartiges Lied, so merkwürdig es klingen mag, aber es kommt mir irgendwie bekannt vor. Es erinnert mich an irgendwas, an etwas, das ich tief in mir vergessen zu haben schien. Nein. Und da stehen sie sich die beiden gegenüber. Lad und unsere süße Meduli. Hallo, Spiel? Das hat schon irgendwie Style. Triforce erscheint. Und das Master Schwert. Alles okay? Die Stimme der Weisen. Ich habe sie gerade im Geiste gehört. Sie sagte mir, was ich von nun an zu tun habe. Tommy, dank dir bin ich meiner Bestimmung als Weise des Terra-Tempels bewusst geworden. Also bin ich doch zu etwas dienlich. Meine Lehrmeisterin hat bestimmt davon gewusst. Tommy, bitte geleite mich zum Terra-Tempel. Wir müssen schnell das Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke erwachen lassen, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Lass uns augenblicklich heimlich aufbrechen. Ich möchte, dass er mich einfach als die Maid Meduli in Erinnerung behält. Also, hä? So. Das. So, mit Hilfe des Kanons des Sturms werde ich mich erstmal dahin porten. Nach Präludien. Und von Präludien fahren wir dann quasi in Osten, ich hoffe. Nee. Oh, war ja klar. Dass die Windrichtung hier nicht stimmt. Auch irgendwie geil, dass sie sich da irgendwie platziert hat. Ah, okay. Hm.
Wir müssen sowieso hinter der Insel, hinter die Insel. Ich hoffe, du bist aufgeregt, meine kleine Medulli. Denn hier wird es ein bisschen abgehen. Terra Tempel. Und ich hoffe, ihr seid alle ein bisschen mental vorbereitet. Denn der Terra Tempel ist jetzt quasi sozusagen. Ah, ihr werdet schon sehen, was das für ein Tempel sein wird. Wir sind da. Medulli, lausche aufmerksam meinen Worten. Dieser Tempel ist ein gefährlicher Ort, an dem furchtbare Monster hausen. Sie haben den letzten Weisen das Leben geraubt. Befolge also bitte diese Anweisungen. Wenn Domi in deiner Nähe R drückt, dann folge ihm ohne Widerworte. Und wenn Domi A drückt, dann vertraue ihm und knie dich hin, auf dass er dich tragen kann. Und du, Domi... Wenn Medulli an einer Stelle in dem Tempel nicht mehr weiterkommt, dann spiele mit dem Takt statt das Musikstück, das du im Turm der Götter erlernt hast. Hast du mich verstanden? Nee, weißt du, ich bin komplett verblödet. Du beschützt Medulli und Medulli hilft dir. Ihr müsst unbedingt Erfolg damit haben, dem Master Schwert wieder zu seiner alten Stärke zu verhelfen. Das heißt, wir beide müssen jetzt zusammenarbeiten. Okay, bist du bereit? So, jetzt machen wir jetzt hier erstmal die Tür auf. Okay, jetzt gehen wir zu zweit gleich mal rein in den Terra-Tempel. Und schon stürzen wir beide hinauf. Okay. Es könnte sein, dass da unten etwas versteckt ist. Hier ist nichts. Okay, dann... sollten wir mit Medulli rüberfliegen? Und erstmal rein da. Ich glaube, ich sehe mich mal hier als erstes um. Aha. Diese Moblins. So, den ersten hätten wir, den anderen auch. Eine Totenkopfkette. Übrigens darf Medulli nicht erwischt werden. So oben. Also da ist noch so ein Kristall. Ein bisschen Loot drin. Okay, Ah, fuck.
aber ich glaube, das hat gereicht. Ich glaube, ich muss entweder mit Medulli darüber fliegen. Tommy, ich fühle mich zwar etwas unsicher dabei, aber ich werde mein Bestes geben und aus voller Kraft fliegen. Weißt du mir den Weg, wohin ich fliegen soll, werde ich durch Wiederholen und schnelles Drücken von A fliegen. Bitte nimm deinen Taktstock und weise mir deinen Weg. Müssen wir hier mit ihr rüberfliegen? Ich glaube, dass sie die ganzen Schalter hier aktivieren muss. Genau, sie hat ja so eine Ausdaueranzeige. Das heißt, ich muss mit ihr direkt mal rüberfliegen. Ich verfüge jetzt über ein wenig mehr Selbstvertrauen. Ich glaube zwar nicht, dass ich dich an hohe Orten tragen kann, aber ich werde mein Bestes geben. Bitte halte mich über deinen Kopf und spring drauf los. Yep. Müssen wir überfliegen, genau. So war das. Jetzt muss nur noch sie darauf. Sehe ich erstmal vor der Tür. So. Ich muss da runter. Tja, wir müssen sie, glaube ich, mitnehmen. Ja, was ist hier los? Ah. Ich verstehe. Ich glaube, diese Schleimis können wir so nicht besiegen. Dann spielen wir wieder die Sonate des Spielers. Und gleich hier diese Schatztruhe da frei. Das sieht mir nach einer Karte oder so aus. Die Dungeon-Karte. Jetzt können wir einen kleinen Überblick verschaffen, wie groß ungefähr der Dungeon ist. Aber zuerst zerstören wir das hier. Ich glaube, ich muss diese Fuckviecher kaputt machen. Oh,
schmeißen, gehen die down. Okay, dann haben wir dieses Tor geöffnet. Ich denke, das war's. Oder ich denke, das ist eine gute Stelle, um den ersten Part des Terra-Tempels zu beenden. Und ja, wir haben noch so einiges vor uns in diesem gruseligen Dungeon. Ein Däumchen nach oben. Nicht vergessen, abonnieren auch nicht vergessen. Dann heißt es, bis zum nächsten Mal hier in diesem wundervollen Terra-Tempel. Bis dann und ciao, meine lieben Freunde.